Abandons, was bisher geschah. Mel, Evie, Carlos und Jay, die Kinder der schlimmsten Disney-Schurken, lebten verbannt auf der Insel der Verlorenen. Bis sie eines Tages eine Einladung von Prinz Ben aus Oradon erhielten, der zeigen wollte, dass auch Gutes in ihnen steckt. Was? Ich gehe auf kein Internat, das vollgestopft ist mit braven rosa Prinzessinnen. Was er aber nicht wusste, war, dass Mels Mutter Maleficent einen ganz anderen Plan hatte. Ihr werdet fahren, ihr werdet die gute Fee auftreiben und ihr werdet mir ihren Zauberstab bringen. Ganz einfach. Ganz so leicht war es dann aber doch nicht, denn der Zauberstab lag natürlich nicht einfach so herum. Ein Plan B musste her, also gab's einen Liebeszauber für Prinz Ben. Mel, hattest du schon immer diese goldenen Sprenkel in den Augen? Denn mit Prinz Ben an ihrer Seite könnte Mel problemlos an den Zauberstab kommen. Ich liebe dich, Mel. Hab ich das schon erwähnt? Aber auch dieser Plan wollte nicht wirklich gelingen. Was? Was? Du hast's gewusst? Dass du mich verzaubert hast? Ja. Und wie lange weißt du's schon? Seit unserem ersten Date. Der Bann hat sich im verzauberten See aufgelöst. Wie, und danach hast du einfach so getan? Ich hab nicht mehr so getan. Dann passierte es. Das böse Mädchen verliebte sich in den guten Jungen. Und als die Zeit gekommen war, musste sie sich entscheiden. Mein Herz sagt mir, wir sind wir und nicht unsere Eltern. Ich wähle hiermit das Gute. Doch langsam mit den jungen Wilden. Den Zauberstab, her damit. Denn Maleficent gibt nicht so leicht auf. Mel musste etwas tun. Lass meine Freundin in Ruhe! Die Kräfte des Bösen können nicht walten, wenn vier Freunde im Guten zusammenhalten. Sie besiegte Maleficent und Mel und Ben konnten endlich zusammen sein. Doch die Geschichte war hier noch nicht zu Ende. Mel fand sich in ihrem neuen Leben als Prinzessin nicht zurecht. Wie fühlt man sich als beliebtestes Mädchen in Oradon? Bist du gern blond? Ist deine Mutter noch eine Eidechse? Hast du eigentlich nie Lust, auf den Putz zu hauen und auf sämtliche Regeln zu pfeifen? Auf Stehlen, Lügen und Gemeinheiten? Ja! Und traf eine folgenschwere Entscheidung. Wow. Ich bin keine von den braven, hübschen, rosa Prinzessinnen, Ben. Mel ist auf die Insel zurück. Ich muss hin und sie anflehen, dass sie mir verzeiht. Sie trennte sich von all ihren Freunden und von Ben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder so ein Missbau, dass Oradon nicht nur mich loswerden will, sondern dich auch. Gib uns nicht auf, Mel. Ich gehöre nicht zu euch, Ben. Aber dann passierte etwas wirklich Unerwartetes. Wo ist Ben? Ben wurde entführt von Mels Erzrivalin Uma. Mel kämpfte um ihren Prinzen, befreite ihn und kehrte mit ihm zurück nach Oradon. Wir sind alle bei dir, okay? Okay. Aber war Ben wirklich frei? Ben ist verhext worden. Nur eines konnte den Bann brechen und das Königreich wieder sicher machen. Ben, ich hab dich immer geliebt. Die wahre Liebe. Mel. Doch die letzte Schlacht um Oradon steht noch bevor. Ich hätte Oradon beschützen sollen. Es wird allerhöchste Zeit. Dir ist nicht klar, was auf dem Spiel steht. Menschenleben sind in Gefahr. So many ways to be wicked. Descendants 3 am 13. März 20:15 Uhr nur im Disney Channel.